Wenn Xavier tanzt, vergisst er alles um sich herum. Es zählen nur noch die Bewegung und er. Wenn ich wirklich in diesem Moment bin, ist wirklich so eine Art Trance. Und es ist einfach eines der besten Gefühle überhaupt. Gerade wenn man für sowas so sehr brennt oder so viel Leidenschaft hat wie wir jetzt, dann ist es wie so ein Rausch eigentlich. Xavier ist Tänzer durch und durch und will es sein Leben lang bleiben. Deshalb studiert er Tanz an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Vor der ersten Ballettstunde morgens heißt es erstmal aufwärmen. Dehnen, strecken, sich warm machen. Ballett steht jeden Morgen auf dem Stundenplan, 5 Tage die Woche für alle Tanzstudierenden. Denn es ist Technik und Basis für alles andere. Training, Theorie, Proben, Aufführungen. Lange Tage sind keine Seltenheit. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel harte Arbeit. Es erfordert sehr viel Disziplin. Man muss halt auf vieles achten. Es gibt Tage, wo man früh aufwacht und kaputt ist oder man hat Muskelkater, man ist erschöpft oder man ist müde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bis jetzt noch keinen Tag hier, wo ich aufgewacht bin und mir gedacht habe, oh, ich habe jetzt keinen Bock. Die Tanzstudierenden kommen aus aller Welt, von Dänemark über die USA bis Südkorea. Jedes Jahr bewerben sich hier rund 160 junge Menschen. Genommen werden aber nur maximal 12 pro Jahr. Zum einen, weil wir auch nur bestimmte Raumkapazitäten haben. Und zum anderen ist der Markt jetzt auch nicht so viel größer. Und wenn wir Leute aufnehmen, dann wollen wir auch mit denen arbeiten. Xavier ist einer von ihnen. Sein Schwerpunkt zeitgenössischer, also eher moderner Tanz. Showtime auf 10 cm hohen Absätzen. Im dritten Jahr müssen die Studierenden eine erste eigene Choreografie entwickeln und zusammen mit Kommilitonen einstudieren und aufführen. Xavier will sein Stück auf High Heels tanzen. Weil es nicht jeder macht und weil es, glaube ich, auch hier noch nicht so viele gemacht haben, finde ich schon, das passt sehr zu mir und ich mache es auch übelst gerne oder halt sehr gerne. 3, 4. Don't go down like this. In seinem Jahrgang ist Xavier beliebt und für die gute Laune zuständig. Wenn du einen schlechten Tag hast und er ist da morgens, wird sofort alles gut. Er hat immer die beste Laune, die beste Energie. Er hört immer zu und er ist einfach ein guter Freund. Xavier schminkt sich gerne aufwendig, interessiert sich für Mode und Make-up. Habe ich als Kind schon gerne mal gemacht, mich irgendwie angemalt, aber dann kam ja von, gerade wenn man, ich will nicht sagen, auf dem Dorf aufwächst, aber da kriegt man dann schon viele Sprüche zu hören. Ich meine, gerade als dunkelhäutiger, schwuler Junge da aufzuwachsen, ist schon, da muss man sich schon viel anhören. Aufgewachsen ist Xavier in einem kleinen Dorf in Bayern. Mit 10 beginnt er zu tanzen. Das gibt ihm Kraft und Selbstbewusstsein. Bis heute. Die Studierenden proben ein neues Stück. Eine Choreografin aus Berlin ist da, Isabel Schad. Es ist ein sehr körperliches, fast meditatives Stück und geht um das Zusammenspiel zwischen Gruppe und Individuum. Für Xavier ist das Tanzen noch heute ein sicherer Rückzugsort. Als ich klein war, hatte ich eine sehr schwierige Phase mit jemand aus meiner Familie ist gestorben, dann meine Eltern haben sich getrennt. Ich glaube, jetzt rückblickend betrachtet, wenn ich darüber so ein bisschen reflektiere, könnte ich schon sagen, irgendwie so ein bisschen eine depressive Episode. Und tatsächlich, als ich dann Tanzen angefangen habe, ist es auch sofort besser geworden. Also dann war ich wieder fröhlich, war wieder so gut drauf. Konzentration kurz vor dem großen Auftritt. Generalprobe im Gallustheater Frankfurt. Die Hochschule zeigt ihr Wintertanzprojekt. Wenn die Studierenden dann auf der Bühne stehen, zählt nur noch eins: Tanzen. Für diesen Moment leben sie. Das Gefühl, wenn ich auf der Bühne stehe vor Leuten und das Adrenalin, das ich habe und die ganzen Glückshormone, die da noch mit reinkommen irgendwie. Also, aber ich sag mal, das Tanzen hat mir schon sehr viel geholfen zu finden, wer ich bin. Durch Tanzen habe ich Selbstbewusstsein bekommen, Disziplin und alles. Wenn man die Leidenschaft fürs Tanzen so sehr hat, wie wir es haben, dann macht man es einfach. Weil es das ist, was man machen möchte und wofür man sich irgendwie berufen fühlt, das zu machen.